Ja, es gibt ja Kürbisrezepte wie Sand am Meer. Wir haben euch ja gefragt, was sind eure liebsten Halloween-Rezepte? Und da haben wir ganz, ganz tolle Zuschriften bekommen. Und eins von diesen Rezepten, das koche ich für euch heute, und das ist das Kürbis-Chili. Sehr, sehr einfaches Rezept. One Pot, das heißt, ihr braucht außer dem Thermomix eigentlich nichts. Und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Zu einem Chili gehört natürlich auch ordentlich Schärfe, und deswegen habe ich eine Peperoni hier für euch schon mal vorbereitet. Ich habe die Kerne rausgenommen. Das ist jetzt eine von den größeren Peperonis. Die sind nicht ganz so scharf. Gerade wenn Kinder mitessen, sollte man da ja ein bisschen vorsichtig sein. Eine Knoblauchzehe in den Pot und dann das Ganze bei Stufe 8 zerkleinern. Ihr müsst ein bisschen aufpassen mit den Peperonis, die an den Fingern, wenn man das in die Augen kriegt, das tut höllisch weh. 750 Gramm Hokkaido habe ich schon mal vorgeschnitten. Ich rate dringend davon ab, den Kürbis komplett in den Thermomix zu werfen. Das könnte nicht so gut sein. Alles hier rein, und auch das wird jetzt zerkleinert, und zwar auf Stufe 5. Wobei wir intervallmäßig immer mal ein bisschen nach oben drehen auf 10, bis das Ganze so eine schöne, ja, Masse ergibt. Das müsste schon reichen. Ja, perfekt. Wir füllen das Ganze um. Nehmen wir jetzt gleich die Schüssel nochmal, wo der Kürbis eben schon drin war. Das Schöne beim Hokkaido ist ja, dass ihr den mit Schale auch benutzen könnt. Also ihr braucht ihn nicht zu schälen wie bei dem normalen Gemüsekürbis oder so. Nur die Kerne, die solltet ihr rausnehmen. Als nächstes kommt eine schöne große Zwiebel in unseren Kessel und ein Esslöffel Öl. Die zerkleinern wir jetzt ein bisschen, Stufe 5, so ein paar Sekunden, und dünsten die gewohnt an 2 Minuten auf Aromastufe. Passt. Auch wieder nach unten, klar, dass nicht die halbe Zwiebel oben hängen bleibt. Und dann einfach Varoma Stufe 2 für 2 Minuten. So, unsere Zwiebeln sind schön angedünstet, und als nächstes nehmen wir 400 Gramm Hackfleisch. Das kommt einfach dazu. Ich drücke mal nochmal die Zwiebeln ein bisschen runter, dass das alles schön unten ist. Und das Ganze machen wir jetzt noch im Linkslauf, Stufe 1, 3 Minuten 100 Grad. Von dem Kürbis, den ihr eben gesehen habt, 750 Gramm, da bleibt natürlich noch was übrig. Da werde ich euch in der nächsten Folge zeigen, was man mit so einem Restkürbis noch machen kann. Auch mit so ein bisschen Kürbis kann man noch tolle Rezepte kochen. Und ich habe da schon eine schöne Idee bekommen für Kürbisbutter. Ja, zeige ich euch in der nächsten Folge. Das Ganze könnt ihr natürlich auch vegetarisch machen, ne? Da nehmt ihr natürlich kein Hackfleisch, sondern dieses Sojaschnetzel. Die gibt es ja auch. Schmeckt mit Sicherheit genauso gut, aber da ich zu Hause immer vegetarisch essen muss, koche ich hier natürlich mit Fleisch. Unser Hackfleisch ist jetzt soweit angedünstet, angebraten. Ja, nicht richtig angebraten, das ist natürlich jetzt nicht wie in der Pfanne. Aber es kommen jetzt die weiteren Zutaten hinzu. Ich habe hier 2 Dosen gewürfelte Tomaten, dann 1 Esslöffel Gemüsebrühe. Ich nehme natürlich unseren selbstgemachten Suppengrundstock. Und falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut euch auf jeden Fall unsere Folge im YouTube-Kanal an. Suppengrundstock, weil das ist wirklich was Tolles. Hält ewig, und man kann das wirklich so machen, wie man das am liebsten hat. Also wenn man, was weiß ich, gegen Knoblauch allergisch ist oder sowas, dann das weglassen. Und schmeckt auf jeden Fall besser als das, was man im Handel zu kaufen kriegt. Ein Teelöffelchen Salz machen wir dazu. Ich mache das jetzt mit der Mühle, frei nach Schnauze. Die Kürbismasse kommt dazu. So, einmal. Oh, der Kessel wird gut voll hier. Wenn das jetzt gleich kocht,
werde ich mal versuchen, noch schnell herauszufinden, ob ihr dieses Rezept auch in dem kleineren Thermomix, in dem älteren Modell machen könnt. Aber das müsste eigentlich funktionieren, weil der hier ist schon echt voll jetzt. Und der TM31 ist ja ein Stückchen kleiner. Alles rein, dann 20 Minuten Linkslauf, 100 Grad Stufe 1 kochen. Minuten vorbei und ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber irgendwann wird es Internet mit Geruch geben. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre bei allen Dingen, aber hier wäre das fantastisch, weil es riecht wirklich großartig. Sieht auch schon schön nach Chili aus. Ich glaube, der Kürbis hat auch noch ein bisschen Biss, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn es müssen natürlich noch ein paar Kidneybohnen rein. Da habe ich jetzt eine Dose genommen. Die kommen in den Kessel. Ich habe übrigens nachgeschaut, das Rezept ist also durchaus auch für den TM31 machbar, aber der Kessel wird dann schon ordentlich voll. Kidneybohnen rein, nochmal 5 Minuten kochen, 90 Grad Linkslauf. So, die finale Phase ist vorbei und das sieht wirklich großartig aus. Bevor wir das jetzt servieren, schmecke ich das Ganze noch ab mit Pfeffer, mit Salz und natürlich mit Tabasco. Chili ist zwar schon drin, aber Tabasco hat nochmal eine ganz andere Schärfe. Aber ich probiere jetzt trotzdem vorher mal. Ja, sehr lecker. Es schmeckt natürlich intensiv nach Kürbis. Ich selbst mag das. Der hat auch eine schöne Konsistenz. Also er ist nicht so durchgekocht, sondern hat auch wirklich noch schönen Biss. Aber da muss noch einiges an Salz und Pfeffer ran. Tabasco, die Pepper Sauce aus der Hölle. Schauen wir mal, ja, das riecht schon schön nach Tabasco. So, Salz, Pfeffer genug. Für mich könnte es auch noch ein Tacken mehr Tabasco sein, aber das kann man ja dann auch auf den Tisch stellen und jeder macht sich selbst drauf. Ich richte das jetzt mal an und dann schauen wir uns mal an, wie das fertig aussieht. So, also wie gesagt, angerichtet ist es jetzt. Ich habe gerade eben überlegt, man hätte natürlich auch noch ein bisschen Dosenmais dazu machen können. Das ist das Schöne an diesem Rezept. Ich glaube, ihr könnt da ganz, ganz viel mit experimentieren. Aber so, wie ich es jetzt hier gekocht habe, direkt vom Rezept, schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur ein schönes Gericht für die nächste Halloween-Party, einfach im Thermomix zuzubereiten, sondern auch für einen schönen Herbsttag, weil das ist ja wirklich sehr praktisch, alles aus einem Topf zu nehmen. Ich esse jetzt, wünsche mir einen guten Appetit, euch eine gute Zeit, freue mich von euch zu lesen, von euch zu hören und bis bald beim nächsten Halloween Special in ein oder zwei Tagen. Schauen wir mal, dann machen wir den Rest vom Kürbis. Tschüss!